Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Shakes and Fidget auf Server W14. Wir haben den dritten Tag nach Serverstart, den Sonntag. Ist es der dritte Tag? Freitag, Samstag, Sonntag? Jawohl, das ist der dritte Tag. Und ja, ich habe meine 300 Alu durchgespielt, habe jetzt 23% SA und bin Stufe 26,5. Und aktuell auf Rang 55, wurde ein wenig runtergekloppt. Und ich werde jetzt mal in diesem Augenblick kurz ein Bild einblenden, das ich gerade nicht vor meinen Augen habe. Aber ihr werdet sehen, ja, ich war dann gestern wirklich noch Rang 1. Haben den Livestream geguckt und da war dann der Chris mit drin, aka Berlin, aka I3er. Ich weiß gar nicht, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Hier, ich habe es auch gar nicht mehr hier drin, aber ich werde ihn noch hier irgendwo sicher finden. Da ist er hier. I3er, ich weiß nicht. Selbst seinen Namen kann ich nicht richtig aussprechen, Chris. Aber so ist das ja immer bei mir. Und ja, war dann noch Rang 1 durch ihn. Er hat die Waffe rausgenommen und ich war dann ja schon so ungefähr auf Rang 15 den Arm noch. Und dann hat er es noch geschafft, mich hochzuhauen bis auf Rang 1. Und das war ziemlich nice. Und ja, jetzt haben wir es hier. 14 Uhr, Rang 55, Stufe 26,5. Unsere Gilde tut sich. Wir haben jetzt eine Festung von 21. Goldschatz ist bei 34% und Lehrmeister bei 42 für eine 100 Alu Plus Gilde. Ziemlich nice. Und die Leute hier drin sind so verdammt freundlich und cool. Es gefällt mir wirklich sehr hier drin und bis jetzt habe ich noch keinen Grund zu lieben. Und da muss ich gleich zu sagen, habe dann gestern ja so ein paar Kommentare bekommen aufs letzte Video von mäßig Hashtag Gildenhopper. Okay, ein paar haben es natürlich als Joke genommen, die haben es gecheckt. Aber eine gewisse Person hat es dann nicht so gemerkt, nämlich mein ehemaliger Gildenleiter. Hat es nicht verstanden, dass ich im ersten Video schon gesagt hatte zu meinem W14-Projekt, dass ich mir auf jeden Fall andere Gilden anschauen werde. Und ich hatte von Anfang an gesagt, dass ich kein fester Bestandteil seiner Gilde auch sein möchte. Vorübergehend ja, aber ich werde auf jeden Fall mal andere Gilden vorbeigucken. Ich kann auch nicht sagen, ob ich für ewig bei The Dark Empire bleibe, aber vorübergehend erstmal schon. Aber ich habe mir halt Ziel genommen, für diesen Server ein wenig unabhängig zu sein. Und ich... Jedenfalls hatte ich das ja auch im ersten Part gesagt, deswegen verstehe ich da nicht, dass uns so eine Nachricht kommt wie, geht ja schon wieder los wie früher hier bei dir, Terra. wollte ich das nochmal hier kurz aufklären, dass mein W14-Server mein unabhängiger Server ist, W13 mein Alu-Server, wo ich natürlich treu zu meiner Gilde, dass man in das Schloss bin. Und ja, so ist das. Und deswegen bitte ich dich, lieber Herr ehemaliger Gildenleiter, mich nicht zu streng mit mir zu sein, denn ich hatte es ja von Anfang an gesagt. So, ich habe auch mittlerweile 11 Dungeons gelegt. Ich habe dann jetzt eben noch einen Lucky Try gehabt, wo ich den... Warte, habe ich es denn gespeichert eventuell, den Dungeon? Den Voodoo-Meister, ja, ich habe ihn noch gespeichert. Einen Lucky Dragon, wo ich ihn gelegt habe, er fängt an und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin Stufe 25, er ist Stufe 30 und ihr müsst merken, ich habe angefangen. Er hat angefangen, er kam ein Crit von mir und dann überlebe ich das und dann hier, der Lucky Crit mit 9000 habe ich ihn gelegt, 14.000 Erfahrung und 70 Goldstücke verdient, die ich natürlich fleißig in die Guild gespendet habe, habe jetzt nicht mehr so viel großartig geskillt seit letztem Mal. Natürlich ist es nicht schlecht mit da fast doppelten 150er Werten, ist auf jeden Fall sehr nice. Habe auch einen geworbenen Freundchen auf dem Server, nämlich den lieben Teddy. Wo ist er denn? Unknown. Falsch geschrieben. Unknown Teddy. Wo ist er denn? Da. Stufe 12. Hat sich auch bei uns beworben, hat aber wahrscheinlich noch keine gute Rückmeldung bekommen. Aber würde mich freuen, ihn ja auch bald begrüßen zu können in dieser Gilde. Und ja, wir haben ja jetzt das Raritäten des Waldes-Events. Damals hieß es Pilz-Event
Also es gibt mehr Chance, Pilze zu finden und Holz und Stein für die Festung. Festung habe ich auch gebaut. Hier, 400 Goldstücke habe ich mir das hier leisten können. Die Holzfällerhütte auch noch. Steinbruch nicht mehr. Hätte zwar das Gold gehabt, den Steinbruch auch noch auszubauen, aber habe es dann doch lieber in die Gilde gespendet. Tue jetzt hier fleißig mein Holz sammeln. Wobei Steine auch noch natürlich toll wäre. Ich glaube, in der nächsten Woche werde ich das hier bauen und Holz und Stein sammeln, um die Ritterhalle ausbauen zu können. Das kommt auch der Gilde dann später gut. Und wir sehen hier, Festung bin ich gerade auf Rang 62 von 87. Und auf dem ersten Platz natürlich unser lieber Tim mit seinem schönen Kriegerlein. 53% ist sehr nice. Und generell hier ganz oben, wen sehen wir denn hier? Wer ist denn Xing? Xing und Darok, zwei Krieger auf den hohen Plätzen, auch sehr selten. Aber die haben wahrscheinlich schon die alle durch und werden dann nach der Happy Hour wieder ein wenig weiter unten, so wie ich, versinken. Dann, welche Namen haben wir denn noch hier? Natürlich unser E3er Davalon auch wieder da. Spitfire ist auch ein bisschen weiter nach oben gekommen. Und ja, auch hier Mr. Harvey von unseren tschechischen Freunden. Oh, Terranigma. Oh, so weit oben. Bubbleo, den Namen kenne ich doch auch. Kenne ich doch irgendwo her. So, wird da noch irgendwas hier drin geschrieben? Da geht es halt nur um gilden-internes Zeug. Was haben wir denn? Durchschnittslevel 22 ist ziemlich nice. Und hier die konkurrierenden Gilden sind dann, glaube ich, aktuell, lass mich nicht lügen, die heißen die Trunken Mushrooms. Ich glaube, wenn ich nach oben gehe, werde ich den Namen auf jeden Fall sehen. Trunken Mushrooms und Unchained. Unchained ist vom lieben Tim geführt und Trunken Mushrooms habe ich gerade gar keine Ahnung. Aber ich glaube, der Ausbau ist schon ziemlich weit. Ich denke mal über 70-80%. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Durchschnittslevel auch 25. Bauen natürlich auch noch nicht viel Festung auf, aus. Da geht erstmal alles auf Lehrmeister, dann auf Gold, dann auf Festungen, solange die rotieren. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Noch kann man wieder nicht sagen. Es ist immer so, die Anfangsphase kann jeder Rang 1 sein. Es ist dann so dann die Zeit, wo man so den vierten, fünften Dungeon-Schlüssel findet. Dann kann man richtig hier reinpilzen, wenn dann noch die Sockel kommen. Dann werden sich diese 10, 20 Hardcore-Pilze herauskristallisieren und dann ein bisschen Action wieder in den Server bringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommentare freue ich mich wie immer. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.